ganz schön gruselige Sounds, oder? Und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 4 hier auf The Nerd and Way of Life mit mir, dem Dre. Und mit El Leon. Ich werde jetzt am Anfang erstmal gar nichts sagen, weil ich finde die Musik hier gerade irgendwie ganz geil, deswegen. Also komplett ohne was zu sagen, ist ja auch Quatsch in dem Let's Play, deswegen, okay. Also, wo wollen wir hin? Keine Ahnung, ich würde mal... was? Nein, falscher Knopf. Ich würde mal behaupten, da durch, oder? Weil da waren wir noch nicht und da ist eine Tür offen. Aber wo ist diese Tür? Ist die oben? Neben dem Händler, oder was? Gehen wir da doch mal hin. Tatsächlich, die rote Tür. Oh Mann, du Pfostentyp. Naja. Ich habe ein bisschen, was habe ich abgegradet? Die TMP, die ich jetzt gerade habe. Den Schaden mal ein bisschen erhöht. Geht nix. Da steht immer so ein Vergleichswert. Und zwar die Pistole hat am Anfang ohne Upgrades eine Schusskraft von 1,0. Hier ist niemand. Und wir haben jetzt mit der TMP eine Schusskraft von 0,6, glaube ich, oder 0,8, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber einfach mal so einen Vergleich zu haben, wie schwach die tatsächlich ist im Vergleich zu einer normalen Pistole. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen hatten. Den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich in der Auferweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Sadler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen. Aber auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auf dass die Welt ohne Sünder sein. So, wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, wird die Sünde meiner Familie gesühnt. Oh Mann. Ich finde das gerade echt cool hier. Vergesst das mit dem, ich finde das cool hier. Ich habe keinen Bock darauf, hier zu sein. Scheiße. Okay, kriegen wir hin. Nummer 1. Zwei ist auf jeden Fall angeschossen. Zwei ist down. Okay, den Typen habe ich jetzt nicht erwischt. Ich glaube, der ist hin. Da ist noch einer, okay. Oh, der untere Bildschirmrand sieht aber seltsam aus. Was ist da denn los? Ist das auch ein normales Spiel? Nee, nur wenn ich das... Nur mit dem Fernrohr, okay. Sehr seltsam. Guck mal, ob ich den erwische. Ich meine, der hat eine Maske auf, aber... Mist. Nee. Und das war der letzte Schuss. Geil, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Egal. Das Gewehr, genau. Das Jagdgewehr hat übrigens eine Schusskraft von 8,0. Was echt krass ist. Wo seid ihr denn, ey? Ich
Ich meine, der Typ in Rot ist klar, der ist abgehauen. Weil er der Wichtige ist. Von ihm wollen wir auch den Schlüssel haben. Kontrollierte Feuerstöße, funktioniert immer am besten. Sehr gut. Hört man mich überhaupt? Ja, doch. Okay. Ich war gerade ein bisschen. Weil ich höre mich gerade selber nicht auf Kopfhörer, deswegen. War ich ganz kurz mal eben verunsichert. Geht aber schon wieder. Hä, hey, hier war doch eben eine. Guck mal, hier kann ich. Durchspringen. Geil. Was wollen die denn? Da stand doch eben einer oben an der Treppe, oder? Ja, da steht einer. What up, Bro? How are you doing in your mask there? Hier ist Leon! And nobody cares. Mal gucken, ob ich den. Ja? Ach ne, ich komme nicht so weit runter, weil dann da das Geländer im Weg ist. Das sollte. Ja. Gut, dann ist theoretisch nur noch der Rote hier irgendwo im Weg, es sei denn, hier ist irgendwo noch einer, den ich nicht gesehen habe bis jetzt. Kann man das öffnen? Nein. Guck mal, hier ist ein Roter. What? Du Schwengel, Alter! Das ist verschlossen, okay. Der ist nicht down. Der tut nur so. Der will doch garantiert weiter abhauen. Jetzt aber, oder? Nee. Alter, was ist Bullet Sponge hier? Alter. Ich komme da gleich hoch. Wenn er jetzt nochmal umkippt. Okay, jetzt scheint er aber down zu sein. Ja, er ist auch down. Aber jetzt wäre ich auf jeden Fall auch hingegangen. Also wenn er da jetzt nochmal aufgestanden wäre. Wäre ich hingelaufen. Nee. So, Alter, was hast du Feines für mich? Galerieschlüssel. Alright. Ja gut, das wird dann diese Tür hier sein, ne? Das ist ja hier. Ich würde das hier als Galerie erachten. Bezeichnen. Ach, jedes Mal. Oh, was ein Bild. Ey, so willst du doch empfangen werden, wenn du in diesen Raum kommst. Ah, shit, das ist ein Rätsel. Okay, erstmal hier den Hirsch von dem Kristall befreien. Ist nichts drin, ne? Macht ja nichts. Dafür ist hier was drin. Ich frage mich, ob hier in den Vasen auch irgendwie Schlangen drin sein könnten. Okay, was haben wir hier für Bilder? Haben die irgendwelche Bezeichnungen? Nö. Aber zwei sind doppelt. Beziehungsweise ist ja eins doppelt. Sagt man eins ist doppelt oder zwei sind doppelt? Eigentlich ist ja nur ein Bild doppelt. Es gibt ein paar. Sechs geopferte Leben bringen neues Licht. Wir haben 4, 7, 8. Aha. 4? Ach doch, ja, 4. Ja, ja, klar. Wieso bin ich jetzt gerade über die 4 verwundert gewesen? Egal. Wechseln wir mal die. Ja, komm, die 4 hatte ich als erstes im Kopf. Das sind jetzt 6. Dann wechseln wir den. Jetzt sind wir bei 7. Ja.
Das sind doch 6. Perfekt. Ich befürchte, das würde sich jetzt irgendwie in die Länge ziehen. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Rain or shine. Get rid of our American friend. Oh, Kiake. Ihr seid mir zu viel, habe ich... Eine Blendgranate, jetzt habe ich die Cutscene weggedrückt. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, es ist nur die Tür zugegangen. So, erstmal wegblenden. Dann machen wir Folgendes. Ich habe nicht mal mehr richtig Munition. Dann machen wir Folgendes. Ich renne mit der Schrotflinte ein bisschen durch die Gegend. In der Hoffnung, irgendwo Munition zu finden. Schießen wir ihm erstmal die Füße weg. Okay. Hey, sicher Mann, was geht ab? Bist du drauf oder was? Ist dein Kumpel mitgebracht da hinten? Ja, lach mal nicht. Ich bin der Letzte, der hier lachen wird. Lad nach, Digga, lad nach, lad nach. Dass der mich nicht getroffen hat. War auch mehr Glück als Verstand. Oh, 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 oh. Oh, das hat geklappt. Jau! Jau! Ich wollte gerade fragen, wo sind die Dudes, aber ich habe sie gefunden, glaube ich. Sie sind direkt vor mir gewesen. Okay, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Okay, aber sie haben ihre Compadres gekillt. Oh. Die waren doch irgendwo Lampen über denen. Eine Lump. Reicht. Perfekt. Ich frage mich, ob die Raketenwerfer Hainos nochmal kommt. 9 Schuss. 9 Schuss. Wollt ihr mich verarschen? Fürs Gewehr habe ich noch 2, für die Pistole habe ich noch 33. Yo. Mir geht gerade richtig die Pumpe. Aber das könnte auch am Kaffee liegen. Okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel. Aber alles, was mehr als 9 ist, ist gut. Das war's. Wie sieht's eigentlich mit der Zeit aus? Ganz gut, okay. Okay, okay, okay. Alles im Green, alles im Green. Alter, die beiden Raketenwerfer-Heinis hier hinter dem Bild, die haben's mir aber auch echt gegeben gerade. Ihr Schweine! Lad mal durch das Ding. So, hier ist ein Schalter. Was ist das für ein Schalter? Scheint eine Art Sicherheitssystem zu sein. Deaktivieren. Ja. Aha. Was sind das hier für Türen? Oh, los muchos, gracias. Oh, ihr Affen. Okay, hier ist er.
Und Bild wieder zu. Ihr Spacken, ey. Stehen sie da einfach mit Raketenwerfern, ey. Mann. Was geht hier? Das sieht fast aus wie eine Falle. Das ist ein Schalter. Drücken. Ja. Okay, so viel zu der Falle. Das wiederum klingt nicht so gut. Oh, shit. Ne, zwei Schuss, das klappt nicht. Das klappt nicht. Pistole, ich muss mit der Pistole ran. Achso, sie konnten nur einmal schießen. Ja gut, dann. Und das sind One-Hit-Opfer, alles klar. Da komme ich mit klar, das ist okay für mich. Da habe ich keinen Stress mit, weißt du. Ist auch eine Tür. Yeah. So, hier scheine ich einen Schlüssel für zu brauchen. Ne, doch nicht. Ah, die Ziege! Yeah. Geht's hier hin? Ah, okay. Waren wir hier schon? Achso, ja klar, ja, jetzt ist das Ding natürlich, ups, jetzt ist das Ding oben, jetzt sieht das ein bisschen anders aus hier. Und schon weiß ich wieder nicht mehr, wo ich bin. Nein, jetzt, ich weiß ja, wo ich bin, alles klar, alles gut. Aber interessant. Okay, gut. Es haben sich ja zwei Türen geöffnet. Ich vermute, die eine Tür ist quasi der Rückweg, die andere Tür, diese hier, führt weiter in der Geschichte. Nein. Habe ich ja gerade Raben gehört. Krähen. Wie lange haben wir? Fast 7 Stunden. Was machen wir? Durchrennen? Okay. Ich habe gerade wortwörtlich die Luft angehalten, während ich da durchgelaufen bin. Scheiße. Okay, die gelbe Pflanze mal kurz kombinieren mit der grünen nehmen. Danke. Oh, wir haben schon richtig viel Energie. Das ist gut. Fix ein bisschen die Waffen durchladen. Damit, wenn was ist. Also, wenn mir Call of Duty irgendwas beigebracht hat, dann ist es, bevor man an die Front rennt, immer die Waffen durchladen. So, dann gucken wir mal eben, wo wir hin müssen. Oh, fuck. Okay, wir wollen... Wo wollen wir denn zuerst hin? Wir können nur geradeaus, weil rechts verschlossen ist, okay. Gucken, was er da sagt. Ist einfach nur verschlossen, ne? Okay. Er sagt gar nichts, er tritt halt direkt gegen. Okay. Hier gerade aus wie im Film. Ich habe tatsächlich neulich den ersten Film nochmal geguckt und den zweiten angefangen, aber dann abbrechen müssen. Weil zu müde. Ich war zu müde. Der Film war nicht zu schlecht, ich war einfach zu müde. Aber es ist schon interessant, jetzt nochmal zu sehen, wie detailliert die tatsächlich sind, die Filme. In einigen Dingen. Habe ich den Raben nicht erwischt? Doch. Boah, Alter, wie viel Schätze sind denn hier drin? Was geht? Hast du noch mehr für mich? Weißt du, hast schon mehr gekriegt, als du solltest. Hast du noch mehr? Das ist so typisch. Ich. Ist hier irgendwas? Das ist verdächtig. Dass hier die Fässer so stehen. Nicht? Ich werde ausgerüstet mit neuen... mit Munition und so. Guck mal, hier gibt es zwei Wege. Achso, genau, die ist verschlossen. Lässt sich nicht öffnen. Aber sie ist von der anderen Seite verschlossen. Wenn mir jemand hilft, komme ich vielleicht von dort oben aus hinein. Genau, wir müssen irgendwie abboosten. Das heißt, wenn wir zu zweit sind, demnächst irgendwann mal wieder, dann müssten wir hier wieder hoch. Demnächst bald mal wieder, fällt mir gerade ein.
Kommt die nächste Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen dieser und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten, wa? Macht's gut. Ciao.